Das Städtchen liegt auf einer ehemaligen Insel, ist aber schon seit langer Zeit mit dem Festland verbunden. Die Statue der Schutzpatronin Euphemia ist der höchste Punkt auf dem Campanile des Doms. Früher war Rovigny ein Piratennest. Im 19. Jahrhundert begann hier der Tourismus auf Istrien. Durch das Tor gelangt man in die Altstadt mit ihren Gassen und Treppen, die auch zu diesen Häusern mit Meerblick führen. Wir schauen dahinter. Autos gibt es hier nicht, schon deshalb, weil es sie nicht geben kann. Neben Boutiquen und Andenkenläden gibt es natürlich an fast jeder Ecke etwas zu naschen. Das Speiseeis ist echt italienisch. Nein, keine Gastarbeiter. Istrien stand immer wieder mal unter italienischer Herrschaft. Und so lebt hier eine bemerkenswerte italienische Minderheit. Viele Ortsnamen gibt es offiziell in beiden Sprachen. Rovigny heißt auf Italienisch Rovinia. Ein Sprung, aber kein großer, nach Poreč. Das Städtchen liegt eine gute halbe Autostunde nördlich von Pula an der adriatischen Küste. Von hier starten auch die Fähren hinüber ins nur 150 Kilometer entfernte Venedig. Poreč ist heute das eigentliche touristische Zentrum Istriens. Die ganze Stadt ist auf Besucher eingestellt und hat einiges zu bieten. Istrische Handarbeit und jede Menge historische Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel das romanische Haus aus dem 12. Jahrhundert. Mitten in der Stadt steht die Euphrasius-Basilika aus dem 6. Jahrhundert, eingetragen als UNESCO-Weltkulturerbe. Vom Turm hat man nach allen Seiten einen wunderschönen Blick auf Poreč, die nähere Umgebung und das Meer.